Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück und zwar mit einer sehr, sehr großen Ü-Post. Und zwar aus Österreich von der lieben Ricky Likes, von der lieben Ricarda. Ihren Kanal verlinke ich euch unten. Und zwar erstmal hier total süß verpackt, überall mit Sticker und dann die Adresse. Hat sie extra nochmal hier auf einen Pappkarton geklebt. Meine Adresse kann ich zeigen, weil die steht eben im Impressum. Aber hier auch extra, weil sie weiß, dass ich Mäuse mag, extra noch diesen Maussticker draufgeklebt und extra diese Holo-Sticker und keine anderen, sondern extra die mit den Holo-Stickern. Und das ist ein Riesending. Das war arschteuer von der Post. Ich weiß, dass es arschteuer ist, also wirklich richtig arschteuer. Und ich wollte ihr nur was Kleines schicken und hab ihr auch nur was Kleines geschickt. Also liebe Ricarda, an der Stelle, falls es zu wenig ist und du es aufgebraucht hast, melde dich. Ich kann dir auch noch Nachschub schicken. Aber so wie ich es verstanden habe, wollte sie mir sowieso schon seit längerem mal eine Ü-Post schicken. Aber dass das so ein dickes, teures Paket ist, allein schon der Versand, das ist der Hammer. Also Ricky, um Gottes Willen, du hast echt was gut bei mir. Bitte melde dich jederzeit, wenn du irgendwie was Bestimmtes suchst oder nicht findest oder was brauchst oder einfach nur jemanden zum Quatschen brauchst. Also krass, allein schon, wie gesagt, der Versand, weil ich habe ihr nur so einen A4-Umschlag geschickt, der darf 3 Zentimeter hoch sein und allein der kostet bei Hermes, war auch Post, allein das kostet schon 5 Euro. Also hier das Ding, ich glaube, das wird 10 oder 13 Euro gekostet haben. Das ist echt verdammt teuer. Aber so schwere Pakete sind in Deutschland ja mittlerweile auch schon 16 Euro bei der Post. Ja, kurz zu mir. Wir haben jetzt Samstag. Ich bin gestern, also am Freitag um 20 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich wurde am Mittwoch operiert. Ich hatte eine Bauchspiegelung und mein Blinddarm wurde entfernt. Also nicht wundern, dass hier überall diese fetten blauen Flecken sind. Die haben mich malträtiert bis zum geht nicht mehr. Mir geht's soweit gut. Ich habe noch Kreislauf und mir ist übel, aber ich kann ein bisschen gehen. Ja, liegen sowieso. Und ich kann noch wieder essen und mein Magen hat sich erholt. Schmerzen soweit keine, außer Wundschmerzen. Und ja, der Blinddarm musste einfach raus. Er musste ganz, ganz dringend raus. Und ich habe mich mehr oder weniger auch so ein bisschen selbst entlassen, weil der Arzt wollte mich bis mindestens Montag drin lassen. Aber ich wollte einfach nach Hause. Wisst ihr, ich habe nichts gegen Menschen, um Gottes Willen. Im Krankenhaus muss jeder irgendwo ein bisschen Rücksicht nehmen. Und dabei sind wir schon. Im Krankenhaus muss jeder Rücksicht nehmen und nicht nur ich. Und ich hatte halt immer bis jetzt das Pech, mit jemandem auf dem Zimmer zu sein, der extrem laut geschnarcht hat oder die Türklinke nicht benutzt und somit die Türen zuklatscht. Und das sind ältere Herrschaften, den kann man nicht böse sein, aber irgendwann reicht's und man ist einfach nur noch genervt und will nach Hause. Ja, auf jeden Fall, mir geht's soweit gut. Also wundert euch auch nicht, dass meine Nägel immer noch so katastrophal sind. Ich komme einfach gerade nicht dazu. Ich will auch nicht schnell das Video abdrehen, sitzen kann ich. Mein Bauch ist zwar noch sehr aufgebläht, auch vom Gas. Mir wird halt hin und wieder immer noch schwer übel. Also ich hatte echt schwer Kreislauf. Naja, aber das hier darf auf keinen Fall jetzt warten. Das hat nämlich mein Mann extra heute Morgen von der Post abgeholt. Und, oh Mann, ich bin echt total gespannt. Oh mein Gott, es fängt schon mal gut an. Ah, Post für dich, bitte nicht laut vorlesen. Nein, mache ich nicht, deswegen mache ich euch jetzt hiermit auf Pause. Das ist die Karte und ich musste mir gerade echt schon ein paar Tränen wegwischen. Ja, Ricky, das geht mir sehr, sehr nahe. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wenn du es möchtest, möchte ich es natürlich auch. Und ich freue mich, dich weiterhin kennenlernen zu dürfen. Mein Herz pocht sehr, sehr schnell gerade. Ich kriege kaum ein Wort raus. Vielen, vielen lieben Dank. Boah, nee, das war jetzt wirklich sehr, sehr emotional. Ich musste echt schlucken. So, wir entfernen zusammen. Ich muss mir die Postkarte mal gesondert wegtun, damit auf keinen Fall was drankommt. Wir entfernen zusammen die Serviette und dann stelle ich das Paket zur Seite. Also eins, zwei oder mehrere. Drei. Oh, Holo! Jawollo!
Ja, Ricky, ich muss dazu nichts sagen. Du kennst mich anscheinend besser als ich. Holo, Luftschlangen, Regenbogenpapier, also was soll da jetzt noch irgendwie dazwischen kommen, ne? Ich stelle es zur Seite, weil, wie ihr seht, ist sowieso nichts uneingepackt. Und ja, Ricky, deine Sachen habe ich leider nicht eingepackt, weil eine Verpackung hätte zusätzlich Platz weggenommen. Aber wie gesagt, momentan habe ich auch nicht so viel Geld, muss ich ehrlich zugeben. Aber sobald ich wieder mehr Geld habe, das wird nicht mehr lange dauern, dann werde auch ich dir mal ein größeres Paket schicken. Und bitte melde dich jederzeit, wenn du irgendwas brauchst, gell? Weil wir müssen ja auch zusammenhalten. Vielen lieben Dank, vier Einhorn sehr werten. Richtig geil. Aua, jetzt habe ich mich zu viel gebückt. Nicht gebückt, so zur Seite gedehnt. Ja, Werbung schon mal vorab wegen eventueller Markennennung. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber es lässt sich ja eigentlich nie vermeiden, dass man irgendwie mal sagt, wo irgendwas her ist. Eine Sache ist uneingepackt, und zwar ein Marshmallow-Stick. Marshmallow. Ich bin kein Marshmallow-Mensch. Ich verwende sowas meist als Deko. Die steht dann so lange bei mir, bis es irgendwann nicht mehr zu essen ist. Aber ich weiß, dass meine Mutter mir das sowieso zocken wird. Von daher, hammermega, wird sich meine Mutter drüber freuen. Und die freut sich auch sehr, sehr, sehr doll darüber. Und ich mich dann auch, weil meine Mama ist auch meine beste Freundin. Also ich liebe, das klingt jetzt, soll jetzt nicht nach Muttersöhnchen oder Muttertöchterchen klingen, aber doch, es ist eigentlich so. Also meine Mutter ist meine beste Freundin und mein Ein und Alles. An die lasse ich gar kein schiefes Wort oder so kommen. Also wer sich mit der anlegt, legt sich mit mir an. Aber macht niemand. So, wir haben hier einmal die ganzen Polofäden. Die sind aber im Karton reingeschwurbelt. Die kriege ich gar nicht. Die liegen nicht lose drin. Nee, die liegen tatsächlich nicht lose. Ich schneide mal gerade hier das Gebamsel schon mal ab. Dann kann ich schon mal... So. Ha. Ja, ohne Scheiß, das werde ich hier mir als Deko irgendwo hinlegen oder hinhängen, bis es mich nervt und tatsächlich irgendwann in den Müll fliegt. Beziehungsweise Luftschlangen verwende ich auch gerne für Karten. Und zwar klebe ich das so als einzelne Streifen aus. Und diese, gerade diese Metallic-Luftschlangen, da kann man auch super Schleifen rausbinden, weil durch das Metallic die nicht so anfällig sind. Also sie reißen weniger schnell. Ah, mein Bauch, ich merke schon, dass es weh tut. So, süß, musste mit. Ich kann, manchmal errate ich, was drin ist, aber hier weiß ich nur, dass irgendwas in der Plastikverpackung ist. Ah, ha, 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 ich hatte es schon im Kopf schwirren. Ach, die sind wirklich, die sind Zucker. Ich liebe sie. Hammer, mega. Und vor allen Dingen, da kann man ja auch nie genug von haben. Und ich habe auch schon gesehen, dass manche die ausgeschnitten haben und nicht als Kärtchen verwendet haben. Und hammer, mega, weil ich habe die auch schon dreimal, aber ich denke, ich hätte sie sowieso nicht benutzt. Dadurch, dass ich es aber jetzt viermal habe, benutze ich es, weil entweder habe ich Dinge einmal, was sehr selten ist, dreimal, fünfmal, siebenmal oder mehr. Und alles nur, was über, das klingt total bescheuert, aber alles, was über drei ist, benutze ich. Alles, was unter drei ist, meistens nicht. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Jeder so, wie er es gerne hat, ne? Schade ich ja nur mich mit, nur mir mit. So, das Frühstück ist angerichtet. Das Frühstück, ja, für mich aber bestimmt nicht. Klingt nach Hamsterfutter. Da klingt irgendwas nach Heu oder so. Und ich habe hier drin in dem Paket übrigens rumgerüttelt. Das klingt, als ob da irgendein Getränk oder so drin ist. Irgendwas wuschelt da. Für dich. Ah, ich kenne das Frühstück. Ah, okay. Ich pack's aus der Verpackung hier raus, aber ich verpack's noch nicht aus, weil ich kann mir vorstellen, dass da Selbstgemachtes drin ist. Das wird der Oberburner sein. Ich sag's euch. Das eigentlich wollte ich nur das haben, beziehungsweise ich wollte es noch nicht mal geschenkt haben. Ich habe nur gefragt, ob sie irgendwann mal sowas macht und mir verkaufen würde oder ob man irgendwie da rankommen würde oder. Ja, und daraus ist jetzt das hier geworden.
bisschen was zum Naschen. Oh, Naschen. Naschen geht immer, ne? Oh, obwohl ich im Krankenhaus auch wieder abgenommen habe, durch die Blinddarmentzündung sowieso. Also es war keine akute, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ich schwebe in Lebensgefahr. Es war eine chronische, die ich jetzt schon seit über 2,5 Jahren habe. Und kein Arzt fand was. Ich hatte schon eine Darmspiegelung, eine Magenspiegelung, bereits eine Bauchspiegelung wegen Verdacht auf Endometriose. Myome hatte ich und. Letztendlich war es, hoffentlich war es jetzt der Blinddarm. Also seit meiner OP habe ich diese Unterleibsschmerzen nicht mehr. Malen wir aber, also seien wir mal noch nicht zu optimistisch. Heute Morgen hatte ich nämlich Kurzschmerzen. Entweder jetzt vom Verheilen oder es war es immer noch nicht. Aber es ist nervig, ständig Schmerzen zu haben und keiner findet was. Was zum Naschen? Das ist aber für den Hamster. Geilo. Das wird dem schmecken. Snackballs mit Waldfrüchten. Da wird der sich drüber freuen. Ja, man soll dem Hamster nicht viel Getreide geben oder was. Nee, Hasen soll man kein Getreide geben, aber Hamstern soll man nicht so viel Zucker geben und Früchte und. Ja, aber wisst ihr was? Meine Hamster haben bis jetzt immer alles bekommen, was sie wollten. Also die haben das beste Futter. Die haben diesen Bunny-Hamster-Traum. Der ist wirklich sehr gut. Oder auch bei Mixerama bestelle ich teilweise. Oder Schrottis. Aber sie kriegen auch tatsächlich Leckerchen. Und ich hatte bis jetzt auch noch keinen Hamster, der sich irgendwie überfressen hat. Meistens bunkern die sich das eh und fressen es, wann sie es wollen. Von daher, so ein Hamster lebt 2,5 Jahre. Okay, 2,5 Jahre müssen auch schön sein. Die darf ein Hamster sich nicht quälen. Aber dennoch bin ich der Meinung, wenn er was fressen möchte, soll er's fressen. Mr. Tom, geil. Ich habe nämlich nur noch einen. Wobei ich aber auch diesen Hype momentan nicht mehr habe. Ich habe mich momentan ein bisschen überfressen an Mr. Toms. Aber geil, sowas immer mal zu haben, weil irgendwann kommt der Hype wieder und dann freut man sich, dass man's hat. Mr. Tom. Und noch ein Mr. Tom. Vielen, vielen lieben Dank. Mr. Tom ist wirklich, ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Also Mr. Tom, ich weiß nicht, warum es mir so angetan hat, aber ich mag das auch, wenn man das Gefühl hat, die Zähne zerbrechen einem. Es ist geil. Oder harte Gummibärchen. Oh, geil. Also, aber es mögen viele harte Gummibärchen. Und die dürfen auch ruhig abgelaufen sein. Hier ist noch mehr Hololein. Das kommt aber ausnahmsweise in die Mülltonne. Oh Gott, Holo-Overload. Hier sehe ich was. Oh mein Gott, und Holo Overload One. Ich weiß nicht, soll ich so aufpacken, wie es im Karton ist? Ich glaube schon, aber dennoch, vor der 2 kommt die 1. Oh, mir tut das Bauchi weh und das Blöde ist, ich muss immer so dumm, ja, pupsen oder rülpsen. Jetzt gerade nicht, um Gottes Willen. Also wenn ich merke, ich muss es, mache ich auch Pause. Um Gottes Willen, ich tue euch hier nicht ein voll Schwein, um Gottes Willen, nein. Holo Overload. Oh mein Gott. Oh, geil, die wollte ich schon immer haben. Die wollte ich schon immer haben. Die gibt's, sorry fürs Rascheln, die gibt's im Teddy. Und die kosten 2 Stück, eine A4. Deswegen denke ich, dass dann hier die A4 drin sein wird. Die gibt's in A4 und in die und Größe und die kosten 1 Euro oder 1,50 oder 2. Obwohl in Österreich ist es immer teurer. Und ich habe sie schon so oft gesehen und mir immer gedacht, nehme ich sie mit. Ich hatte sie auch bestimmt schon 3-mal im Einkaufswagen. Aber ich habe sie irgendwann immer wieder weggelegt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mir gedacht, wenn das Schicksal so will und jemand schickt die mir, dann soll es so sein. Aber ich selbst kaufe nicht, weil ich geizig bin, sondern ich habe einfach bis jetzt noch nicht so den Nutzen gehabt. Wobei ich immer, wenn ich zu Hause war, mir gedacht habe, boah, jetzt brauchst du so eine A4-Tasche. Also ist total verrückt, oder? Total dämlich ist man manchmal im Kopf. Wisst ihr, wie ich meine? Also klingt jetzt wir, aber ihr könnt ja noch mal 10 Sekunden zurückspulen und euch meine Sätze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also, oder soll ich es euch jetzt noch mal sagen? Weil ich hab die Angst, dass ihr nicht kapiert, was ich euch sagen wollte. Also ich war schon oft im Teddy, hab die gesehen, aber nie mitgenommen, weil ich immer dachte, ich brauche sie nicht. Und weil ich dachte, wenn das Schicksal so will, dann werde ich sie schon irgendwann mal bekommen. Und immer wenn ich zu Hause war, habe ich bereut, sie nicht gekauft zu haben. So, ich hoffe, aber trotzdem habe ich sie beim nächsten Mal nicht gekauft. Ich hoffe, ihr habt es jetzt irgendwie verstanden.
Ich bin aber auch echt sehr schwach. Also, ich muss echt sagen, ich habe die Narkose nicht gut vertragen. Oh mein Gott. Aber die Taschen sind echt geil, ne? Die sind, obwohl das ist einfach nur Plastik, ne? Das ist nicht irgendwie hochwertiges Plastik. Das ist einfach nur hier so Hartplastikzeug, nicht? Ich glaube, die sind auch noch nicht immer so stabil. Also nach dem 10. Mal aufmachen oder so werden die auch kaputt sein. Aber Hammer, ich lasse die jetzt auch auf, weil ich weiß, dass ich momentan im Kopf doof bin. Also bin ich auch ungeschickt mit sowas. Und hier haben wir Partystecker. Und ich liebe ja nicht nur Holo, sondern auch Glitzer, von daher hervorragend. Glitzersternchen und Holo-Sternchen. Und Sternchen gehen immer. Gehen immer. Und da muss man sich auch keine Picker selbst basteln. Finde ich richtig cool. Nee, Sterne gehen ja aus ganze Jahr. Das ganze Jahr, aber ich glaube, weil ja auch schon Party steht, ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, da mache ich eventuell Silvester-Goodies raus. Mal gucken, wie alles überhaupt noch so kommt in diesem Jahr. Es kommt ja oft anders, als man denkt. So, und jetzt haben wir Holo Overload 2. Und auch immer mit diesen süßen Sticky Notes, ne? Hammermäßig. Ich liebe auch Katzen sehr. Oh mein Gott. Holo. Holo ist echt böse. Und Multichrome. Und, ach, ist alles böse. Alles, was bunt ist, ist böse. So, und hier haben wir tatsächlich die in Ab hier. Ist das nicht toll? Oi, boah, ist das nicht absolut der Burner? So, und was ist hier drin? Die Holo-Boxen. Das ist auch wieder so ein Ding, was ich auch schon in zig Holz gesehen habe und mir gedacht habe, boah geil. Was ich auch schon im Action gesehen habe und mir gedacht habe, boah geil. Und was ich trotzdem habe liegen lassen, weil ich mir dachte, boah Christina, du hast ja eigentlich Boxen. Und nur weil es Holo ist, brauchst du es nicht. Und wenn es so sein soll, dann werde ich die irgendwann schon kriegen. Und ja, hier sind sie. Hammergeil. Es ist wirklich manchmal wie verrückt. Es ist mir schon oft im Leben passiert, dass ich etwas haben wollte, es aber dann nicht gekauft habe und im Nachhinein doch bekommen habe. Also es ist wirklich total verrückt. Total verrückt. Oh, ich muss mal gerade durchatmen. Ja, Holoboxen, wie ihr seht, in verschiedenen Mustern. Und die scheinen auch echt groß zu sein und aus richtig stabiler Pappe. Sehr, sehr geil. Nee, und vor allen Dingen auch hier die Muster sind toll. Da gab es, glaube ich, mehrere verschiedene Muster, das weiß ich noch. Und ich fand auch nicht jedes Muster schön. Also, ja, weil das ist wirklich Holo Overload. Da hast du völlig recht. Oh, und Gummibärchen. Oh, lecker. Oh, lecker. Die muss ich gleich essen. Oh, lecker. Nee, die esse ich gleich. Oder jetzt? Nee, ich bin ja hier am Tränen. Ich darf jetzt nicht. Bisschen was zum Lachen. Musst du so arg mit dir mitlachen beim letzten Mal. Das ist bestimmt was mit einem Penis. Aber bevor ich den Penis öffne, habe ich hier noch einen Lolli. Auch wieder eine schöne Überleitung. Das fällt mir aber auch immer erst im Nachhinein auf, dass ich oft so sexistisch bin oder lustige Übergänge habe. Also ich glaube in meinem Kopf, ich glaube, ihr denkt alle, ich bin nicht ganz gaga oder bin sexistisch oder bin frigide. Ne, frigide eher nicht, aber ja. Also ich weiß nur, dass ich mitlachen musste, weil ich irgendwie vom Penis auf Lutschen kam. Also nicht Lutschen, also auf Schnuller oder Saugen oder so. Und daher kann das eigentlich. Und? Nee, nee, okay. Okay, hätte ich euch die Story nicht erzählt, dann wäre dieses Video jetzt weniger peinlich. Egal. Mini-Püppchen. Sollen wir mal gucken, ob die genauso hässlich sind? Ja, ich hatte von der Nancy ein Überraschungspaket, das heißt ein Tauschpaket. Und da war fast jedes Püppchen hässlich. Und dann schauen wir mal. Ja, die ist wieder so hässlich.
Sorry, aber irgendwas, ich fühle mich bei diesen Puppen wie eine Katze auf Catnip. Wenn ich die sehe, ich muss so doll anfangen zu giggern. Die sind so unmöglich, die sind so unmöglich. Also was haben die sich dabei gedacht? Das kann doch gar nicht normal sein. Also die sind ultra süß, aber einfach nur krank. Guckt euch das mal an. Schon wieder der Kopf auf 7:30. Also, ja. Sieht aus wie, also, weiß ich nicht. Ja. Kauft euch die Dinger, die sind vom Teddy und kosten 1 Euro. Kauft euch die, wenn ihr was Lustiges haben wollt. Unbedingt. Kauft euch die hier, wie der Zopf da mal wieder aufgeklebt ist. Voll die Klatze. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Frisur. Habt nur oben hier so ein paar Haare. Ah, krass, ey. Obwohl das sehr süß ist. Da ist wenigstens der Kopf mal gerade. Aber die hat auch irgendwelche Lipödeme, sonst hätte sie nicht so dicke Arme und so. Guck mal, wie der Arm hier schon wieder hängt. Der Arm geht hier um den Hals rum. Oh Gott. Ja, es sind nur Deko-Püppchen. Und für 1 Euro weiß ich auch, dass man da nicht viel verlangen sollte. Aber die sind krank, die Dinger. Die sind so krank. Das hier, das ist doch mal wirklich goldig. Hat zwar auch wieder so eine lustige Frisur und viel zu lange Beine. Aber ich meine, was will man mehr verlangen? Das sind halt einfach nur zwei Fäden mit ein bisschen Tüll und einer Perle. Aber hier hängt mal wirklich alles am Ort. Sehr süß. Und die haben sogar um die Haare hier noch so ein Loop-Gummiband gewickelt. Sehr, sehr goldig. Wirklich. Das kommt sofort auf die gute Seite. Hier, das sieht von hinten schon so krass aus. Das ist bestimmt auch ein Unfall. Okay, der Arm hängt nur komisch, aber der hat eindeutig auch ein Loch im Kopf. Das ist von Danelle wohl nicht richtig zugewachsen. Aber auch der Kopf hier hängt gerade. Der Kopf hängt gerade. Okay. Macht ein bisschen Taekwondo oder so. Irgendwas. Kommt auch auf die gute Seite. Das hier. Die sind einfach echt zum Brüllen. Also wirklich, kauft euch so ein Päckchen. Ihr werdet ganz viel Spaß dran haben. Die Sepp-Burner, die ist der Burner, wenn ihr das Gesicht seht. Also, lachen in 3, 2, 1. Ah! Und dann noch diese Pudelhaare dabei. Oh, die ist der Burner. Oh nein. Und die hat gar keine Arme. Guck mal, was die der für kurze Arme gegeben haben. Die Arme, die sind so kurz, dass die noch nicht immer nach vorne ragen. Ach, ist das geil, wie der total misshandelt, dieses Ding hier. Aua. Ich darf nicht lachen. Kriki. Oh, ich hätte dieses... Aua. Oh mein Bauch, ich hätte, oh, jetzt fange ich wieder an zu schwitzen vor Aua. Ich hätte dieses Paket nicht öffnen dürfen. Oh Gott, Beruhigung. Aua. 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 Ich lasse ihn mir mal hier liegen, um gleich noch mit ihr Spaß zu haben. Aua. Ah, oh, jetzt ist mir übel. Oh, ich lasse sie hier liegen. Hier kommt sie hin. Oh, scheiß die Wand an. Puh, ich habe hier nichts zu trinken. Schade. Oh mein Gott, Ricky. Du bringst mich um. Oh, geil, Trollis. Oh, und noch mehr. Oh, geil. Ich liebe ja Trolli, ne? Ich mag Trolli fast lieber als Haribo. Ja, doch. Lieber als Haribo. Und Katjes mag ich auch recht gerne, weil die so schön schleimig sind. Ah, da haben wir noch einen Lolli. Da haben wir noch Schweinespeck, sagen wir auch dazu. Und erst noch mal ein paar Holo-Fäden. So.
Oh Mann, boah, mir geht's jetzt gerade echt nicht gut. Aber egal. So, hier haben wir. Bei dem musste ich an dich denken. Ja, du musstest bei allem in dem Paket an mich denken. Oh Gott. Es ist, denke ich mal, A4-Papier. Oh mein Gott, was tut mir jetzt der Bauch weh. Ich muss mal kurz auf Pause machen. Ich muss mal schneuzen. So. Boah. Mir liefen gerade die Tränen vor Lachen. Und dann muss ich immer schneuzen. Oh, ja, geil. Holopapier. Und zwar dieses holographische Cardboard habe ich auch. Ist vom Action. Habe ich auch, aber die Vorgängerversion. Ich weiß jetzt auswendig nicht, welche in den Vorgängerversionen drin waren. Aber ich glaube, dass das hier neue sind. Deswegen möchte ich nicht, oder doch, ich weiß nicht. Dieses hier. Oh, ich liebe dieses Papier, ne? Und das ist auch nicht zu dick, aber auch nicht zu labbrig. Ich würde so sagen, 210. Boah, das. Ich liebe, 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 liebe es. Und das war auch im letzten drin. Da, schaut euch die Schweinerei an. Komplett zerknickt. Geile Scheiße. Oh, das S-Wort sagt man nicht hier. Das. Ein wunderschönes Papier. Das goldene kommt oben drauf, damit ich das zuerst verwende. Ah, sehr, sehr genial. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Weil ich selbst hätte mir das nicht gekauft, weil ich das von dem alten noch ein, zwei Packungen habe. Und ich auch mich nicht getraut hätte, weil ich nicht gewusst hätte, ob das wirklich neue Motive sind. Ah, oh, meine Fresse, tut mir der Bauch weh. Eieiei. So, Faultierliebe, ja, auch ich liebe Faultiere sehr. Und hier dieses Motivpapier mit Sumikokurashi oder wie auch immer. Oder ist das Mulang? Nee. Faultiere sind ganz tolle Tiere. Wobei die in echt relativ hässlich sind. Aber als Comic natürlich... Oh nein, ich hab's in deinem Haul gesehen und hab bei mir beim letzten Mal Action auch geschaut, ob die es bei uns haben, und sie haben es nicht. Und ich wollte es unbedingt haben. Es ist so, so, so schön. Ich wollte es unbedingt haben, wirklich. Also, wir haben hier ein Lineal und Lineale gehen ja auch immer. Und zwar mit Smileys und mit Faultieren auf einem Flamingo. Auf der Tasche, das ist eine durchsichtige Tasche, ist ein Aahäufchen und Smileys und auch Faultiere. Alles Mögliche. Und die Tasche hat auch einen Zipper. Also das ist ein ganz, ganz geniales Teil. Das. Da haben wir hier einen wunderschönen, hier, wie heißt's? Bleistift in rosa mit Glitzer. Und der Glitzer färbt nicht ab. Aber ich glaube, den hat sie separat beigelegt. Ich weiß es jetzt gar nicht, weil Hitters hier ist ein Faultier. Ein Faultierstift mit dem gleichen Muster, was auch auf einem Lineal ist. Hier ein dicker, fetter Radiergummi. Einen Kugelschreiber oder sonst, ja. Kugelschreiber mit dem Muster, was wiederum auf der Tasche ist, und ein Notizblöckchen. Und ich finde dieses Ding richtig genial. Also haben die sich wirklich was Tolles bei gedacht. Nur im Nachhinein denke ich, mir fehlt ein Anspitzer, ne? Aber man kann nicht alles haben. Die lege ich mir sofort in mein Zettelchen. Süß, sehr, sehr süß. Ich wollte es tatsächlich wirklich haben. Und hätte bei jedem weiteren Actionbesuch darauf geachtet, es zu bekommen. Oh mein Gott. Dies und das teilweise handmade. Dann kommt das auch erstmal zur Seite.
habe vorbei, nein, vorbei, hierbei total an dich denken müssen. Was bist du süß? Du musst es wirklich überall an mich denken, weil es ist ja auch für mich das Paket. Also, und ich weiß, dass du so ein krass intensiver Mensch bist, der überall an jeden denkt und sich immer Gedanken macht. Das merkt man einfach bei deinen Videos auch total. Du, bei dir ist nichts unüberlegt oder so, gar nichts. Auch wie du sprichst, da ist nichts Unüberlegtes bei. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, also du bist schon sehr authentisch, aber du bist einfach so vernünftig und bodenständig und trotzdem so locker lieb. Also du bist echt ein Riesenschatz, wirklich. Hat mich irgendwie ein wenig an deine Hochzeitskette erinnert. PS, die Fledermaus kann man ja auch abmachen, wenn sie nicht gefällt. Ja, meine Hochzeitskette war ja so ein Ding aus dem, auch eigentlich Halloween-Kostüm-Ding aus dem Deiters. Also das ist bei uns so ein Kostümladen für ja, sämtliche Feste, also ein Kostümladen halt. Aber ich wollte unbedingt ein Collier haben. Und das ist halt so ein gehäkeltes Bordüren-Ding gewesen. Sah jetzt auch nicht irgendwie krass billig aus. Was soll man auch an der Bordüre irgendwie falsch machen? Aber es war jetzt nichts Hochwertiges. Ja, super. Aber wenn man Hitters hier schon sieht, also meine Hochzeitskette war in der Tat so ähnlich. Und was haben wir hier? Och, das ist echt geil. Das ist richtig geil. Sowas mag ich total. Das hätte ich echt an meiner Hochzeit auch sehr gut tragen können. Und zwar ist das ein Häkelarmband. Und genau so war auch meine Kette. Das ist diese etwas festere Borte. Die ist auch kein Baumwolle oder so. Das ist irgendwelche Plastikschnüre irgendwie so. Und dann hatte die noch so rote Steinchen drauf. Und hier ist ein Ring dran mit so einer Kunstlederfledermaus. Also man hat dann den Ring an und dann hier noch das Armbändchen. Finde ich sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß. Und ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, entweder bin ich knallbunt, aber ich habe auch so diese Gothic-Seite in mir und ich war tatsächlich erst Punk und dann Gothic und dann wieder Punk. Ja, aber als und Emo war ich auch. Also man macht irgendwie als Jugendlicher alles durch. Ne? Und jetzt bin ich einfach nur ich. Mal bunt, mal schwarz. So, wie es mir gefällt. Macht einfach so Spaß. Papier. Macht einfach Spaß. Papier macht Spaß, aber alles am Basteln macht Spaß. Oder was ist das? Was ist das? Ach, geil. Ich wollte gerade noch sagen, es gibt in der Weihnachtsabteilung auch hier solche A5 Blöcke. Und zwar kennt ihr noch von früher, da ging man so mit einem, war eine weiße Seite und dann ging man mit einem Bleistift drüber und hatte dann das Muster. Das dachte ich, wäre das schon. Aber Hitters hier ist ein Kratzbild und zwar, ja, das sind einfach nur schwarze Blätter. Und dann kratzt man, wie hier gezeigt, mit diesen Stäbchen sich Muster rein und hat dann darunter Holo. Und die wollte ich mir auch schon immer mal kaufen, aber da muss ich sagen, war ich viel zu geizig, weil ich glaube, die kosten 1,99 €. Sind zwar auch 40 Blätter, auf jeden Fall, aber da war ich echt immer ein bisschen zu geizig, weil ich habe früher tatsächlich viele Kratzbilder gemacht, die hochwertigen mit einer richtigen Kratzfeder. Und klar, da hat man auch dann schon mal 10, 15 und mehr für ein Kratzbild bezahlt. Aber für sowas war ich echt immer ein bisschen zu geizig, weil ich auch gar nicht malen kann. Ich kann nicht malen, obwohl sowas kriege ich auch hin. Sehr, sehr geil und ich freue mich mächtig, dass ich die jetzt habe, weil das ist auch wieder so ein Ding, da läuft man zigtausendmal dran vorbei, findet aber leider andere Sachen, die man dann lieber kauft. Und sowas kauft man dann, wenn man nichts gefunden hat und aus Frust doch irgendwas haben will. Dann kaufe ich immer Sachen, die ich schon immer haben wollte, aber nie mitgenommen habe. Aber so geht's, glaube ich, auch jedem. Ne? Wenn man nicht das bekommt, was man will, kauft man einfach das, was man die letzten Male liegen gelassen hat. Ja, oh, das ist aber schwer. Zahnfüllung. Oh, geil. Ist das Katjes? Es ist hart. Und Haribo ist immer so matschig. Das ist hart. Das könnte Katjes sein. Ja, geil. Oh, ich liebe sie. Und ich muss gestehen, ich hatte davon 5 Tüten. Habt ihr alle leer? Alle leer. Und jetzt neulich wollte ich mir eine neue kaufen. Und ich habe diese hier nicht mehr gefunden. Das sind die roten. Fruitivity, die roten. Die gibt es auch in Orange, dann sind da so hellere Sorten drin. Aber hier die roten, die sind der Hammer, weil da ist Brombeere und Himbeere,
schwarze Johannisbeere, Erdbeere, Granatapfel und Heidelbeere. Und ich liebe Beeren, rote Beeren. Ich liebe sie. Und am liebsten Himbeere. Ich liebe, 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 liebe es. Ach, geil. Vielen lieben Dank. Also das kommt auch gleich direkt mit nach unten ans Bett. Eigentlich behalte ich sowas hier oben, aber da ich momentan bettlägerisch bin, fresse ich mich halt im Bett dick, ne? So geht's auch. Ja. Ah, für deine Sammlung. Für welche? Ich habe so viele. Ah, Strohhalme. Strohhalme. Ich habe, oh Gott, Strohhalme. Ungelogen, Leute. Ich darf das eigentlich niemandem sagen, ne? Aber ich habe, ja, 5.000, 6.000 Strohhalme. Ich habe allein von diesen 100er-Packen von Action, von diesen Papierdingern, allein davon habe ich 10 oder mehr. 15. Also schon mal 1.500. Ja, ich habe viele, viele Strohhalme und ich mittlerweile trinke ich auch einfach raus. Aber wie ihr seht, man kann ja die für vieles benutzen. Als 3D-Element oder hier als ein bisschen platt drücken und als Erhebung benutzen. Also man kann damit Alben binden, man kann damit Mobile basteln, man kann mit Strohhalmen so, so, so viel machen. Und ich wollte da sowieso noch ein Video drüber machen, aber ich komme einfach irgendwie zu nichts. Aber mit Strohhalm kann man so viel machen. Auch so viel mehr, was ich mir selbst mal irgendwie ausgedacht habe oder in der Not brauchte und irgendwie zu sehr gebastelt habe. Also mit Strohhalm kann man so, so, so viel machen. Und das hier sind Strohhalme, die ich tatsächlich überhaupt gar nicht habe. Und die sind richtig cool. Und zwar sind das hier Strohhalme. Einmal mit, wie heißt's hier, Regenbogen und mit Einhörnern. Und die Einhörner, die haben hier dieses Waben, so einen Wabenball. Den kann man noch so, ja, so verbinden und dann hat er das Einhorn so einen Bauch. Die habe ich tatsächlich gar nicht. Hier hat wiederum der Panda einen Bauch. Die habe ich echt gar nicht. Wenn ihr die haben wollt, die gibt's auch im Action, das kann ich euch verraten. Und Wassermelone und, ist das Erdbeere? Ja, ist eine Erdbeere. Und ja, das finde ich richtig cool, weil die hätte ich mir auf keinen Fall selbst gekauft. Es sei denn, ich bräuchte Wabenbälle und ich finde Wabenbälle richtig cool. Ich finde Wabenbälle richtig cool, aber die werde ich nicht zum Basteln benutzen. Die werden tatsächlich auch zum Trinken benutzt, aber nicht einfach so, sondern auf nächstes Sommer Grillparty. Also die werden schon heilig benutzt. Oder für ein Loaded Envelope kann man die auch sehr gut als Deko benutzen. Aber ich denke mal, daraus werde ich eine Gartenparty machen. Also wir haben keinen Garten, aber Bekannte haben eine Park, einen Garten. Und dann werden sie einfach genötigt, eine Party zu machen. Ha. Bisschen was für dich gewerkelt. Kommt, obwohl, nee, komm, machen wir mal auf. Machen wir mal auf. Zwischendurch auch mal. Ich bin nicht mehr so, dass ich selbstgemachte Dinge am Schluss öffne. Uiuiui, du hast aber echt viel für mich gebastelt und ich habe dir nur ganz schnell eine Karte, weil ich ja ins Krankenhaus musste und ich habe bis dato nichts gemacht und ich habe dir nur eine ganz schnelle Karte gemacht, aber dafür die Sachen, die ich ausgewählt habe, die habe ich mit vollem Herzen ausgewählt, ja. Ah, Rosetten. Oh ja, ich bastel sie auch gerne. Und du hast deine guten Cabochons verwendet. Du hast ja so schöne Cabochons gekauft. Oh, und du hast so tolle Perlen. Also, und wie du immer sagst, die Zuckerl zu Bonbon, das ist so süß. Ich höre euch Österreichern so gerne zu. Und oh, was ist das für tolles Papier? Was ist das bitte für Papier? Oh nein, es ist so wunderschön. Was ist das für Papier? Oh nein, ist das schön. Oh, und davon gerne 1000 Blätter. Und hier noch mit Regenbogeneinhorn. Es ist so wunderschön. Und mir, muss ich sagen, mir gelingen die Rosetten momentan überhaupt gar nicht mehr. Immer beim Zusammenkleben flutscht es auseinander. Und ich sehe bei dir noch nicht einmal, wo du es überhaupt zusammengeklebt hast. Wo ist denn deine Zusammenklebstelle? Hier. Hier. Genau, vielleicht verwende ich auch zu dickes
Papier. Boah, bei ihr sieht man noch nicht immer, wo es zusammengeklebt ist. Das ist so krass, ey. Boah. Hier noch mit extra wieder abgeflachten Rändern, wie so eine Disc, wie so eine Scheibe. Boah, krass, Alter. Boah, und du hast auch so geile Knöpfe, die sind irgendwie so filzig, bubbelig, aber unten ist so eine Metallplatte. Also, wir dürfen untereinander gar nicht, keine Ali-Holz gucken. Übrigens, Ali, Ricky, bald kommt bei Ali. Ich habe bei Ali bestellt. Ali hatte wieder diesen Ausverkauf. Ich habe diesmal nichts zum Basteln bestellt, aber Leggings. Und guck am besten nicht bei Ali nach Leggings. Die haben nämlich knallbunte Dinger für 4, 5 Euro. Guck nicht nach Leggings. Boah, geil, ey. Die sind so wohl. Hier ist nochmal. Also mir gefallen hier die abgeflachten ja fast besser als die normalen, ne? Guckt, aber das ist schon ein Unterschied vom Aussehen allein schon. Die abgeflachten gefallen mir echt besser. Oh, was ist das schönes Papier und diese Kabos. Oh, das ist so schön. Oh Mann, sind goldig. Ach, Ricky, Mensch. Ich pack's aber wieder ein, weil das wird meine Ricky-Rosettentüte. Das klingt auch böse, ne? Rosettentüte. Aber die Dinger heißen nun mal so, denke ich. Ja, die sind wunderschön. Und ich weiß, dass auch so eine Rosette mächtig viel Arbeit ist. Also ich bastel sie auch gerne. Aber ich raste dabei regelmäßig aus. Regelmäßig. Ich krieg da richtige Tobsuchtsanfälle, wenn ich die bastel. Vor allen Dingen beim Zusammenkleben. Aber ich glaube auch, ich benutze zu dickes Papier, weil ich benutze das ganz normale Designer-Cardstock, also diesen 30x30 Block. Und ich glaube, das ist dünneres. Aber ich krieg da immer so Anfälle, ey. Oh, und hier haben wir noch Cola-Flaschen. Oh, ich muss jetzt echt mal eins essen, aber ich versuche auch nicht zu schmatzen. Ah, aber knistern. Und komm auf. Ich muss echt unbedingt eins essen. So, hier haben wir Regenbogenliebe Nummer 1. Okay. Ja, okay. Ist ja Nummer 1, also kann ich es öffnen. Oh, hier sind die Bleistifte drin. Oh, geil, die Bleistifte. Das ist auch so eine Sache, die ich haben wollte. Die es aber tatsächlich in unserem Action nicht gab. Oh, die Trolli-Cola-Dinger, die schmecken so geil. Die schmecken so, so gut. Das sind... Nein, wie geil, das sind sogar die. Oh, wie geil. Ich dachte, das wären die Bleistifte, wo die Holo- und Glitzerbleistifte drin sind. Oder habe ich die sogar? Boah, ich bin gerade voll durcheinander. Habe ich die? Auf jeden Fall wollte ich die kaufen, bei uns gab es die nicht. Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber hey, die habe ich jetzt auch schon mehrmals gesehen und die sind so geil. Und wisst ihr was? Das ist ja nicht nur Regenbogen, sondern es ist Metallic-Regenbogen und die Stifte sind Regenbogen. Und zwar, die sind nicht alle gleich, sondern die haben verschiedene Farbzusammenstellungen. Die gibt's auch im Action, wenn ihr die haben wollt. Und ich finde die so, so geil. Und es gibt von Koh-i-Noor, die heißen Progresso, oder nee, Progresso heißen die nur, weil die kein Holz haben. Magic heißen die. Und das sind auch mehrfarbige Buntstifte, extra auch zum Kolorieren. Bin ich auch so scharf drauf, aber mal schauen. Da hat man dann halt blau, dunkelblau und ein Türkis, so zum Beispiel in einem Stift. Und ja, wie hier dann so aufgebaut, aber je nachdem, wie man den Stift halt hält, hat man halt ja mehrere Farben in einem. Und das ist richtig genial. Boah, ich habe sowieso früher schon immer diese Regenbogenstifte geliebt. Ich hab's geliebt. So, und jetzt mache ich aber mal erst die Box auf, weil ich kann das kaum abwarten. Und ich weiß jetzt schon, dass es genial sein wird. Ich weiß es, es ist einfach schon. Oh, und ich freue mich gleich wieder aufs Bettchen. Schon 44 Minuten. Ich freue mich aufs Bettchen. Komm, ich schütte es aus. Ich liebe dieses Konfetti.
hab's schon gesehen. Oh mein Gott. Und wie geil sich Fimo anfühlt. Ich hab schon gar nicht mehr in Erinnerung, wie geil sich Fimo anfühlt. Aber das, ich muss schon sagen, ist das das echte oder das aus dem Action? Weil das ist flexibler, glaube ich, als das richtige. Oh, das fühlt sich so geil an. Fimo ist schon ein sehr interessantes Zeug. Schaut euch es an. Es ist ein Ei. Ein richtig geniales, cooles Spiegelei. Und zwar hat sie die gezeigt. Und ich meinte nur, boah, daraus Ohrringe oder eine Kette. Und da ich ja keine Ohrringlöcher habe, also schon habe, aber gedehnt und blöd und alles sowieso, habe ich dann gedacht, vielleicht für eine Kette. Und weil sie hatte Ei und Toast. Schinken wäre natürlich auch noch geil. Haben wir darüber gesprochen? Ich weiß nicht. Guckt mal, wie süß dieses Toast einfach ist. Und auch die Farben, sie macht es ja auch dann mit Pastellkreide und vor allen Dingen, sie macht überhaupt nicht lange Fimo. Das sind ja quasi ihre ersten Teile und die sind einfach so perfekt. Und hier, dann habe ich geschrieben, ob sie denn mir auch eine Avocado machen könnte, weil die, ich finde die Avocado bei ihr so süß. Und da meint sie, sehen, sie hat doch gar keine Avocado gemacht. Ich habe das nämlich mit der Birne verwechselt, aber sie hat jetzt extra für mich noch Avocado gemacht. Schaut euch mal an, wie geil, bitteschön, diese Avocado ist. Und ich glaube, das ist mit Acrylfarbe angemalt. Das ist der pure, pure Ober-Ober-Hammer-Burner. Kack die Wand an. Es ist affenarschgeil. Es ist der pure... Oh Gott, und hier ist noch eins. Ist... Nein, es ist ein Schinken. Es ist ein Schinken. Oh nein. Oh, es ist ein Schinken. Es ist ein Schinken. Oh ja, das ist ein perfektes Frühstück. Avocado, Schinken, Toast und Ei. Es ist so geil. Oh, der Schinken. Oh, geile Scheiße. Sorry für diese vielen Kraftausdrücke. Aber es ist der pure Hamariki. Du musst die unbedingt verkaufen. Und das nicht für wenig. Das sind richtig geniale, geile Teile. Boah, da kann aber nichts mithalten und auch überhaupt kein Harz, muss ich sagen. Egal, wie schön man Harz gießt, gegen Fimo kann nichts anstinken. Also Harz ist irgendwie immer so eintönig und gleich. Man gießt irgendwas in irgendwelche Formen. Die Formen hat jeder Typ und außer, dass man eine andere Farbe wählt oder einen anderen Sticker hat, aber Harz ist irgendwie alles immer eintönig. Auch wenn der eine mit Acrylic arbeitet, der andere mit Pigmenten, der andere mit Alkoholink. Aber Harz ist irgendwie immer und immer das Gleiche. Auch schön. Ja, aber irgendwie... Aber mir hängt Harz auch einfach zum Hals raus, weil es einfach in der Zeit, wo ich angefangen habe, mir der Rang abgelaufen wurde und weil es dann einfach nur noch jeder gemacht hat. Jeder. Punkt aus. Jeder. Und ich wurde sogar noch angegriffen, dass ich Leuten was nachmache. Dabei war ich die erste deutsche YouTuberin mit dem Brettermann-Harz. Und wurde angefeindet und. Und nee, das, ich habe einfach den Spaß dran verloren. Weil, wie gesagt, das hat dann jeder gemacht und jeder wusste es besser und. Und nö. Und mir ist meine Gesundheit ein bisschen wichtiger. So. Oh Gott. Das ist es. Das ist es. Oh, wenn das was zu trinken wäre, das wäre geil. Für dein Wohlbefinden beim Basteln. Hammergeil. Ich danke dir ganz herzlich, egal was es ist. Was ist es? Hawaii Tropical. Es ist tatsächlich was zu trinken, ey. Dass du sowas Schweres mitschickst und dadurch noch den Versand teurer machst. Oh, lecker. Ich hab so Durst. Ich muss es trinken. Ich muss es trinken. Ah. Ich hab so Durst, Leute. Oh, lecker. Oh, schmeckt das gut. Ist das auch aus dem Action? Mm, das schmeckt echt so im Abgang noch so ein bisschen nach Parfüm. Also ist ja schon tropisch. Mm.
Oh, das hat mich jetzt gerettet. Ich habe hier oben gar keinen zu trinken. Und ich habe so Durst. Ich hatte so Durst. Oh, ich hatte so Durst. Ich war schon überlegen, ob ich mit meinem bösen Bauch jetzt die Treppe runtergehe, was trinke und dann wieder hochgehe. Aber ich habe mich entschieden, für mich im Kopf, dass ich hier sitzen bleibe und das Paket zu Ende mache und dann ganz durstig den ganzen Wasserhahn leer trinke. Cuteness Overload. Oh, danke für das Getränk. Boah, hammermäßig. Cuteness Overload. Was mag das wohl sein? Hamstis, oh nein, Hamstis, oh nein. Aber süßer als mein Hamster oder als ein lebendiger Hamster kann eigentlich nichts sein. Und es scheint so, als wenn es dicker wären. Und ich glaube, ich habe die gar nicht. Boah, wenn ich die nicht habe. Ich habe die mittlerweile alle in einer Box, meine ganzen Boschi-Sticker. Wenn ich die nicht habe. Dann muss ich, glaube ich, heute Abend AliExpress nötigen. Es sind Hamster-Sticker. Und zwar mit diesen Kawaii-Hamster, mit diesen Roborowski-Dingern da. Ich lasse sie in der Tüte, weil hier... Doch, ich glaube, ich habe sie. Weil der hier kommt mir bekannt vor. Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich alles von AliExpress, was mit Hamstern zu tun hat. Alles. Ja, für alle, die sich fragen, wie mein Hamster aussieht. Ich schaue mal gerade, ob ich hier... auf die Schnelle, auf meinem Handy ein Bild finde. Nee, das nicht, das auch nicht. Das ist ein Hund. Das ist übrigens, kann ich euch auch mal sagen, zeigen, der Hund meiner Eltern, ein kleiner Spitz, also Zwergspitz. Greta heißt er. Aber nicht Thunberg, der heißt einfach nur so Greta, weil es halt schön ist. So, das bin ich. Ja, wie ich aussehe, wisst ihr, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Wo ist denn mein Hamster? Ich habe da jetzt neulich noch Bilder gemacht. Ah, die sind auf dem Handy, wo ich gerade mit filme. Dann, hier habe ich aber, ja okay, das ist jetzt ein Klötenbild. Aber das ist mein Hamster. Das ist mein kleiner Coco. Und er hat so langes Fell. Also in ihm steckt sehr, sehr viel Angora-Hamster. Und ja, leider musste ich ihm auch schon mal die ein oder andere Filzstelle entfernen. Er hat genug Platz. Das sieht jetzt hier nur gequält aus. Der ist da am Buddeln und am Machen und am Tun. Haha, das ist er. Das ist er. Na, er hat noch so ein Badehaus. Da, wo er vorher sitzt, das Blaue hier, ist ein Badehaus mit Chinchilla-Sand. Und der buddelt sich immer so gerne in die Ecken ein. Ja. Ja, und er hat zwar ein Terrarium, aber komplett oben offen. Er hat genug Belüftung und das Terrarium ist auch sehr groß. Es ist 1,30 Meter oder 1,40 Meter mal 60, nee, mal 50. Also, meinem Hamster geht's gut. Hier braucht sich jetzt kein Tierschützer oder so irgendwie einzumischen. Ich weiß schon, wie man Tiere hält. So. Und dann haben wir hier noch was ganz Schweres. Oh, für deinen süßen, kleinen, wuscheligen, kuscheligen Schatz. Ja, habt ihr ja gerade gesehen, wie er aussieht. Oh. Ach, wie goldig du bist. Hauptfutter. Als Hauptfutter würde ich es allerdings nicht benutzen, aber so zum Beimischen. Da haben wir verschiedene Gräser drin, also hier Saaten und Mais und Sonnenblumen und sehr süß. Sehr, sehr süß für Hamster, Mäuse und Ratten. Ja, ich sag, zum alleinigen Futtern würde ich es nicht empfehlen, aber wer es machen will, soll er machen. Also solange es, ja, ich meine, Futter ist schon wichtig für ein Tier, aber es gibt auch noch mehr, was für ein Tier wichtig ist. So. Oh Gott, hier haben wir, was ist das? Selbst gemacht, macht voll Spaß. Packen wir aber dann auch später. Boah, wie viele Luftschlangen hast du mir hier reingepustet. Du warst bestimmt den ganzen Tag am Blasen.
vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte noch, während ich es gesagt habe, Stopp machen und auf Pusten umschwenken. Aber mein Hirn ist manchmal echt viel, viel langsamer als mein Mund. Ja, Luftschlangen, pusten. 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 Mal gekauft und komischerweise nie verwendet. Ich glaube, die sind bei dir besser aufgehoben. Ich kaufe ja auch viel und verwende es nicht, ne? Aber hin und wieder kaufe ich was. Sind das Nagelsticker? Also Nagelsticker verwende ich. Doch, das könnten von der Größe her Nagelsticker sein. Boah, oder wenn du mal Nageldeko haben willst, weil du lackierst dir ja auch immer die Nägel, sag Bescheid. Oh ja, es sind Nagelsticker von Essence. Sind das die goldenen? Ah, die Dinger, die Stripings. Da war ich auch überlegen, ob ich dir davon welche mitschicke, weil davon habe ich auch etliche. Und die verwende ich tatsächlich mittlerweile auch. Habe ich früher auch zum Resingießen verwendet, aber verwende ich auch, je nachdem wie dick sie sind, auch für Karten. Und die sind super. Also ich weiß nicht, warum du sie nicht verwendet hast. Oder es sind sogar die, die ich nicht habe. Das ist ein Pink. Ein Silber und ein Schwarz Holo. Die kann man entweder verwenden, um wie hier, ja, um halt damit mit den Streifen ein Muster zu machen oder als Barriere. Also man klebt die Streifen drauf, lackiert drüber und zieht die Streifen ab. Also man kann damit sehr viel anfangen. Ich muss gestehen, ich habe die bis jetzt einmal benutzt, aber ich habe auch welche. Und ich müsste tatsächlich mal mehr damit machen. Aber oftmals sitze ich dann hier, bin meine Nägel am Vorbereiten. Allein das dauert mich immer eine Stunde. Und dann habe ich meist gar keinen richtigen Bock mehr auf großartig Nageldesign. Ich male mir immer so tolle Sachen aus und denke mir, boah, heute mache ich die so und so und so und so. Boah, aber irgendwann will man einfach nur noch fertig werden. Man will einfach nur noch fertig werden. Sehr geil aber. Vielen, vielen lieben Dank. Die werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Also die sind bei mir auf jeden Fall nicht weg oder nicht irgendwie Verschwendung. Die kommen in meine Nagelschublade und irgendwann kommt der Punkt, da werde ich sie verwenden. So schön bunt wie du. Ach Mensch. Ach Ricarda. Ist das was zum Anziehen? Es ist flauschig. Ah, sind es die Schnipsel? Die habe ich nämlich auch, die Schnipsel. Aber ich wollte mir jetzt tatsächlich nochmal die Schnipsel nachkaufen, weil ich da ja auch mit meiner Fuse-Tool oder mit dem Laminiergerät auch Sachen einlaminiere. Zack! Ja, sie sind's! Sie sind's! Ja, die sind richtig cool. Die gibt's auch im Teddy, die gibt's auch ganzjährig. Also da habe ich damals 5 Päckchen von gekauft und das war jetzt schon 2-3 Jahre her und seitdem gibt es sie immer noch. Die hängen in der Partyabteilung und die könnt ihr auch super gut in ein kleines Töpfchen geben und immer wieder mit der Schere reinschneiden. Dann habt ihr irgendwann auch ganz bunten Glitzer. Also die kann man für vieles verwenden, auch für die Nägel zum Beispiel geht auch. Da sind sogar Holo-Dinger drin. Schaut mal, das ist kein Silber, das ist Holo. Oder in die Moulinette, in diesen Multizerkleinerer geht das auch. Oder wenn ihr mit die Fuse-Tool habt, könnt ihr damit Shaker-Karten und machen. Und gerade weil Hitters ja so viel ist, muss man da auch echt nicht geizig mit umgehen. Aber ich hab's tatsächlich auch nichts mehr, oder? Ich weiß es gar nicht. Aua. Weiß ich nicht, gucke ich jetzt nicht, interessiert mich jetzt nicht, oder? Doch eigentlich interessiert's mich. Nee, ist egal. Ich müsste es, wenn dann hier neben mir stehen haben, aber ist mir jetzt zu blöd zu gucken. Ich weiß nur, dass ich vielleicht noch ein Töpfchen habe. Vielen lieben Dank. Hervorragend. Finde ich geil. Auch voll cool zum Baum. Mich interessiert das jetzt echt total. Da, ich habe meins. Das ist noch das, was ich habe. Das dürfte auch noch eine ganze Packung ungefähr sein. Aber das ist auch alles, was ich noch habe von 5 Tüten. Ja, hat mir jetzt echt keine Ruhe gelassen. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann muss ich es manchmal direkt erledigen. Oh, noch ein Schlückchen trinken. Es ist so lecker. Und ich trinke ja auch echt gerne noch so kleine Dosen. Ganz toll.
Ja, auch voll cool zum Basteln. Zum Beispiel auf so eine Karte. Was denn für eine Karte? Oh, ich bin müde. Boah, ich bin irgendwie nur am Nörgeln, am Lachen. Dann habe ich Durst, dann habe ich Hunger, dann habe ich sämtliche anderen Gedanken im Kopf. Ich bin echt total bekloppt heute, ne? Also verzeiht's mir, bitte. Aber die meine Videos gucken, gucken mich ja, weil ich so bin. Oh nein, was vom Baker Ross. Oh mein Gott, zwei Sachen. Ist es Baker Ross? Erinnert mich. Das müsste Baker Ross sein, oder? Unten ist auch wieder was auf Holländisch. Könnte auch wieder aus dem Action sein. Boah, Hammame, das habe ich ja noch nie gesehen. Auch wieder so Kratzbilder. Und zwar mit zwei Chenildrähten, also mit zwei Pfeifenreiniger, mit diesem Kratzstift, Wackelaugen und dann mit diesen vier Formen. Und ja, da kann man die halt so designen, wie man selbst es möchte. Das ist ja eine richtig geile Idee, die so Mandala-mäßig zu machen. Eine richtig coole Idee hier, der Chenildraht. Das ist ja richtig, richtig genial. Und dann aber noch, denke ich mal, mit Lack oder Kleber. Dieser All-Purpose-Kleber, dieser normale Kleber aus dem Action. Oh, was war das? Dicker, fetter Krähe. Ist er unten am Rabau zu machen. Ja, der Actionkleber, der eignet sich übrigens auch zum Beispiel als Lasur, um irgendwas zu versiegeln, weil der auch durchsichtig und glänzend trocknet. Also sehr zu empfehlen, dieser Kleber. Sehr zu empfehlen. Ich habe gar keinen Platz mehr. Und hier noch, ach nein, ist das süß. Mit Faultier, Löwe, Fuchs und was ist das hier? Das weiß ich nicht. Ah, der Bommel vom Fuchs. Ach, vom. Der Bommel vom Löwe. Sehr geil. Ich finde das super gut, dass hier so weiße Streifen sind, damit man sofort weiß, wo Gesicht ist. Und ich finde das richtig genial, dass da Beispiele sind, weil ich selbst. Boah, ich selbst, ich wäre aufgeschmissen. Ich hätte gar keine Ahnung oder Idee, wo ich irgendwas, irgendwie irgendwas machen möchte. Boah, ich laber heute aber auch eine Kacke. Ja. Ich habe aber auch heute schon bestimmt 50 YouTube-Videos nachgeholt, weil im Krankenhaus hatte ich kein Internet und es gibt ja auch Leute, da verdummt man, wenn man die anguckt. Bei mir ja auch, um Gottes Willen, aber. Ich gucke mir auch sämtliche Sachen an. Also sämtliches, nicht nur Bastelsachen, aber sämtliche Sachen. Weil man selber oft zu faul ist und es gut ist, wenn man was parat hat. Oh ja, sehr, sehr häufig, ne? Deswegen, wenn ich manchmal was bastel, dann bastel ich viel. Also Embellishments zum Beispiel, dann bastel ich viel, weil ich dann meistens nie wieder Bock drauf habe, es jemals wieder zu machen. Oh, toll, 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 toll. Und so geil, weil man selbst oft zu faul ist. Und du weißt, dass ich genau diese Stanzen auch habe. Und ich kann dir eins sagen, ich bin tatsächlich zu faul. Und ich hätte mir diese Stanzen höchstens einmal ausgestanzt, wenn ich sie dann gebraucht hätte, letztendlich. Aber ich hätte mir oder ich würde mir. Oder generell, ich mache mir nie Ausstanzungen auf Vorrat. Nie. Ja, diese Stanzschablone habe ich auch. Aber ich glaube, du hast die sogar in zwei verschiedenen Größen. Ich habe nur hier die große Größe. Oh, was ist das schönes Papier? Dass du so gutes Papier auch noch für mich verwendest, ey. Holo, oh nein. Ja, das ist natürlich der Oberknaller. Das ist natürlich außer Frage, ne? Und Hitti hier. Ich glaube ich auch. Glaube ich. Oh, ich habe mir jetzt noch eine neue Aufbewahrungsmappe für meine Stanzschablonen gekauft, weil ich habe zwei Stück. Die sind voll, richtig voll. Und ich habe aber jetzt auch schon wieder Stanzschablonen in einem Kartönchen liegen, die ich da nicht mehr reinbekomme. Also musste unbedingt noch eine dritte her. Und da muss ich auch nochmal aussortieren. Ich habe jetzt neulich schon mal 60 ungefähr Stanzschablonen aussortiert. Aber ich muss noch mehr aussortieren, weil es gibt echt vieles, zum Beispiel Tiere zum Beispiel. Die verwende ich einfach nicht. Ich verwende eher so normale Formen oder so Doilies. Ja, hier sind mehrere verschiedene Doilies. Ich glaube, diese beiden. Oder? Hier ist noch eins. Ich glaube, das war ein Set mit vier verschiedenen, sobald ich mich erinnere. Auf jeden Fall auch hier wieder.
in ganz viel verschiedenen Papieren. Hammer, hammermäßig. Vielen lieben, lieben Dank für diese krasse Arbeit. Und du hast wirklich vollkommen recht. Vollkommen recht. Und vor allen Dingen, das sind auch noch Schablonen, die du durch die Big Shot jagen musst. Und da bin ich ja sowieso so faul. Ne? Boah, Big Shot. Ich habe jetzt hier 24 von diesen Schächtelchen. Boah, ich habe tatsächlich einen so einen schönen Block von Action aufgebraucht. Ich habe 24 so Schächtelchen. Ich habe eine Stanzschablone dafür durch die Big Shot gejagt. Und dann hatte ich aber auch echt schon genug im Rücken und in den Armen und im Kopf. Ich wollte dann auch einfach nicht mehr. Und ich hätte ums Verrecken nicht noch weitergemacht. Und bis jetzt habe ich nur 3 Boxen zusammengebastelt. Aber immerhin schon mal alle zurecht gestanzt. Aber das ist echt eine mächtige Arbeit. Alles durchkurbeln und. Das, boah, unterschätzt man. Mann, es kommt noch was. Gesehen, verliebt und gleich doppelt gekauft, weil ich denke, dass es dir auch gefällt. Oh mein Gott, du hast so viel jetzt schon hier für die Sachen ausgegeben, Vicky, und für den Versand. Also wirklich, bitte melde dich, wenn du irgendwas willst, brauchst, suchst. Bitte melde dich. Oh ja, oh, die sind so süß. Die wollte ich auch kaufen, die gibt's in Teddy. Die wollte ich auch kaufen. Es ist nur so unverschämt, dass bei euch teuer ist. Obwohl, ne, die sind nicht teurer. Und die sind so süß. 15 Stück, 1 Euro. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Weil die sind auch, glaube ich, ein bisschen dicker als die aus dem Action. Weil die fühlen sich jetzt auch schon schwerer in der Tüte an. Finde ich hammermäßig. Und bei uns im Teddy gibt es die aber nicht. Bei uns gibt es irgendwie so einen komischen Fräulein mit so einer komischen Tusse drauf. Die sind so, so süß. Sind hier ganz so größere, so A5-Beutelchen sind das. Bauch juckt auch schon. Bauch juckt. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das sind echt so viele Sachen bei, die ich selbst haben wollte und nicht gekauft habe. So, ich mach mal hier gerade den Karton leer. So. So, wir haben noch 5 Päckchen. Machen wir erstmal hier das große. Ich glaube, der könnte dir auch gefallen. Es ist ein Papierblock. Der Block. Boah, wie schön du einpacken kannst. Ne? Ich bastel momentan nur noch Tüten, wo ich das Zeug rein tue. Und ich reiß das hier so herzlos auf. Tut mir nicht leid. Ich verwahre mir aber trotzdem ein paar. Oh nein, der ist so geil. Ah, ist der geil. Ich verwahre mir aber hier trotzdem ein paar Stückchen von dem Papier. Den habe ich auch gesehen bei dir. Ich weiß nicht mehr, wo du ihn her hast. Aus dem Teddy für 4 Euro. Er ist der Hammer. Ich liebe dieses Zeug, aber 4 Euro hätte ich nicht ausgegeben. 4 Euro, da wäre ich aber sowas von geizig gewesen. Also, ich liebe, oh geil, da habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, das wäre jetzt nur wie außen hier so normales Papier. Auf jeden Fall ist das Papier Wasser, Aquarellpapier und das hat dann Gold. Und ihr seht ja hier noch um den Gold so einen Schatten. Also es hat nicht nur Gold, sondern auch, ja klar, embosste Stellen. Und wenn ihr da mit Aquarell drüber geht, mit Wasserfarbe, und klingelt das Telefon, ich lasse aber klingeln. Wenn ihr da mit Wasserfarbe drüber geht, dann nimmt halt die Stellen, wo foliert ist oder embosst ist, nimmt halt keine Farbe an. Und das ist halt total genial. Hier sind lauter Augen. Geiler Klingelton, oder? Sehr schöner Klingelton. So, Brillen. Und immer wenn ich glaube, das war auch der Block. Immer wenn ich an Brillen denke, ich hatte jetzt neulich schon mal einen Block mit Brillen, muss ich immer dran denken, dass ich auch eine Brille tätowiert habe. Also wie doof kann man sein und lässt sich eine Brille tätowieren? Das ist ja mal richtig geil. Hier ist das komplette Dingen richtig embossed. Das heißt, hier das komplette Blumenwäschchen nimmt keinerlei Farbe an, sondern nur wie vorne gezeigt, nur der Hintergrund nimmt Farbe an. Wer da wohl angerufen hat, aber der ruft auch nochmal an. Hier ist eine Gold,
Goldecke, aber da sind die Ecken auch alle embossed. Das ist so ein genial durchdachter Block. Hier ist auch wieder so, dass das komplett embossed ist. Das heißt, auch hier nimmt nur der Hintergrund Farbe an. Und hier haben wir Karten, entweder goldfoliert oder so embossed. Das ist so genial, hammermäßig. Hier, da haben wir so Gestrüpp, da einfach nur mal ein Goldrahmen. Hier ist auch nochmal so Blümchenzeug. Boah, das ist so ein geiler Block. Ja, und für 4 Euro, guckt mal, hier ist dann nicht richtig gedruckt, ne? Das ist ja für 4 Euro wirklich immer sehr traurig, ne? Hier haben wir so Karten, die im Hintergrund nochmal Sprenkel haben. Auch schöne Sprüche. Boah, schöne Blumen, auch so Karten, auch mit embossedem Hintergrund, aber nur teilweise. Hier ist ein Rahmen drum. Boah, ist das genial. Doch, ist doch recht viel drin. Hier haben wir Text. Oh, hier oben sind noch so Fähnchenzeug. Da haben wir hier Text. Oh, ich würde auch mir gerne Lotusblume tätowieren lassen. Oder hier so eine Dingsbums-Dahlie. Mal schauen. Sehr genialer Block. Den finde ich ja. Und das ist auch alles schon vorgestanzt. Das finde ich richtig genial. Vielen Dank, dass du mir so ein tolles Teil abgegeben hast. Das ist wirklich der wahre Burner. Ich finde das so genial und ich hätte es mir tatsächlich nicht gekauft. Ich wäre da, auch wenn mein Herz geblutet hätte, aber ich bin da zu geizig. Wirklich, ich bin echt vom Action verwöhnt. Und ja, irgendwann hat man halt auch einfach begriffen, dass man genügend hat. Und was man nicht hat, könnte man sich auch selbst machen. Also ich könnte mir auch ein Aquarellpapier nehmen und könnte mir da selbst Gold embossen oder durchsichtig embossen. Und dann hätte ich es gleich wie dieser Block. Aber manchmal ist es halt, wie sie schon bei dem vorigen Päckchen geschrieben hat, es ist einfach schön, wenn man was fertig hat, wenn man es braucht. Ne? Ja. Wie für dich gemacht? Ich hätte gern einen Regenbogenstrampler. Sie hat mir die Ratten mitgeschickt. Oh nein, meine Ratten. Oh, ich vermisse meinen Harald so. Ich hatte ja auch Ratten. Wollt ihr Bilder sehen? Ich habe auch mal das ein oder andere Video mal gemacht. Ist nichts Großartiges. Wo habe ich meine Ratten? Das sind alte Bilder. Sind, glaube ich, alte Bilder. Wenn ich jetzt hier überhaupt noch Bilder habe. Ja, hier habe ich noch eins. Ich hatte 5. Einer ist jetzt nicht mit auf dem Bild. Da unten der Dicke, das war der Harald. Hier oben der Nackte war der Vincent. Da im Hintergrund war der Albert und das ist der Berthold. Und ja, Berthold ist ein bisschen zerbissen, weil das war so am Anfang und da hatten sie sich gerne mal gezofft. Der Albert und der Berthold, das sind Langhaarige gewesen. Vincent war nackt und der Harald waren ganz normale Schwarz-Weiße. Ich hatte aber auch den Brahms. Der Brahms war auch nackt. Hier ist nochmal der Vincent. Also wie gesagt, das ist eine Nackte gewesen. Und leider auch eine Qualzucht. Ja. Aber ich wusste es damals tatsächlich nicht besser. Und es gab ihn halt. Und ich habe ihn gesehen und wollte ihn haben. Ich habe mich da gar nicht so großartig informiert. Ich wollte einfach nur Ratten haben. Hier waren sie ganz klein. Da ist nochmal der Harald. Und der war so fett hinterher. Der war 30 cm groß und das nur die Ratte. Und er wog ein Kilo. Hier war es nochmal der Vincent. Hier ist nochmal. Das ist der Wolfgang, der war auf dem anderen Bild gerade nicht drauf. Wolfgang war ein Rex, der hatte gelocktes Fell. Wolfgang ist aber sehr früh gestorben. Das war Wolfgang, der hatte, wie gesagt, so Rexfell. Und die waren halt da noch sehr klein und gerade beim Tierarzt. Ja, und das war Brahms. Brahms
war ein ganz kleiner Wuchs. Also Brahms war nur so groß, als ich ihn bekommen habe, und war auch nur so groß, als er ausgewachsen war, und ist auch an einem Schlaganfall gestorben, war auch eine Nacktratte, also war auch Qualzucht, ne? Hier ist nochmal der Wolfgang. Ach, nicht der Wolfgang, der Harald. Ja, und der Harald hieß so, weil ich Harald Klöckler-Fan bin. Und Wolfgang, einfach weil Wolfgang cool ist. Brahms, weil Brahms, ja, hier Brahms, wisst ihr, der Brahms und Vincent van Gogh und so. Und dann die anderen, die hießen Albert. Einmal hatte ich vier und dann habe ich nochmal drei nachgekauft. Und die hießen Albert Hofmann, der Erfinder vom LSD unter anderem. Bertolt Brecht, einfach nur, weil Bertolt einfach gut dazu gepasst hat. Und Albert Hofmann, Bertolt Brecht, ach, und Sigi, der Sigmund Freud, genau. Ja, und ich, wie gesagt, ich liebe Ratten sehr und die sind total geil. Das ist so eine Wanddekoration mit verschiedenen Ratten und vor allen Dingen das Coole sind auch diese runden Klebepads. Und ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube, die gibt es jetzt in der Halloween-Abteilung im Action. Und ich glaube, die gab es auch letztes Jahr schon. Ich glaube, ich habe sie auch von letztem Jahr noch einmal da. Ich weiß nur, ich habe letztes Jahr sie gekauft. Ich weiß aber nicht, wie oft. Ich weiß nur, dass ich eine Packung komplett verbastelt habe. Und da gab es auch noch Spinnen. Die habe ich auch noch. Spinnen, Fledermaus. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es aktuell. Sehr geil, sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen emotional, weil ich habe meine Ratten sehr geliebt. Sehr geliebt. Und jetzt ist der Käfig leer. Ja. Okay, geil, weil erstens Regenbogen und zweitens schlechte Klebkraft. Daher perfekt zum Standschablonen fixieren. So, so. Es gibt im Action auch das Regenbogen-Boschi. Bei uns nicht. Bei uns nicht. Aber ich habe mich jetzt auch satt gesehen durch die vielen Holz. Oh, ist das schön. Oh nein, was bist denn du? Also, erstens, die Tüte ist toll. Zweitens, das Dingen ist ja der absolute Hammer. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das bei dir gesehen habe. Weil ich gucke ja auch deine Holz. Oh, ist das ein geiles Teil. Ey, das ist ja hier wie hier Post-its. Oh, ist das nur, wofür macht man sowas? Wozu soll das da sein? Soll das ein Washi-Tape sein oder soll das tatsächlich irgendein Notizbeschriftungszettelchen sein? Och, ist das genial, das Teil. Schade nur, wenn es leer ist. Vielleicht kann man es nachfüllen. Vielleicht kann man es irgendwie auseinanderprickeln und auffüllen. Das ist immer traurig. Das ist ja hoch. So ein geniales Teil hier zum Zuschieben und alles. Boah, ist das genial. Das ist wirklich sehr innovativ. Hammermäßig. Aber ne, ich muss was sagen, ich habe noch nie Stanzschablonen befestigt. Also selbst hier bei den Boxen, die sind exakt so, dass zwei auf 31,5 Blatt passen. Exakt. Und ja, hätte man vielleicht fixieren können, aber ich lege das einfach immer drauf und denke mir immer, jo, passiert schon nichts. Und ist bis jetzt auch noch nichts passiert. Also manchmal ist das Glück echt mit den Doofen, ne? Regenbogenliebe Nummer 2. Ich weiß es nicht. Ist das wieder ein Kugelschreiber? Oh ja, wie geil. Oh, ich liebe diesen Kugelschreiber. Schaut mal, ich habe ihn schon mal geschenkt bekommen und ich liebe ihn. Und wisst ihr, was noch geiler ist? Im Teddy gibt es auch einen, der kostet aber 5 Euro. Der ist nochmals geiler. Also gegen den kann nichts anstinken, weil Roségold und Regenbogen und Metallic und er schreibt sehr gut. Es ist ein Traum eines, wie heißt's, Kugelschreiber. Der ist auch sehr geil. Der kommt aber gleich woanders hin, weil den verwahre ich mir für gut. Einen im Anbruch haben reicht. Oh mein Gott, und jetzt haben wir hier noch zwei selbstgemachte Sachen. Einmal selbstgemacht, macht voll Spaß und auch wieder mit.
Polo-Geschenkpapier und auch das. Oh nein! What the fuck? Was ist das? Hä? Mit Harz oder sind das geschmolzene Bügelperlen? Also wir haben hier ein Döschen mit Halbperlen, aber ob das jetzt Harz ist oder ob das geschmolzene Bügelperlen sind, das weiß ich nicht. Heißklebe. Wie machst du das denn? Es ist Heißklebe. Boah, bitte sag mir, wie du das machst. Es ist Heißklebe, also es fühlt sich so Gummi an. Es ist Heißklebe. Ja klar ist das Heißklebe. Es gibt Leute, die verkaufen die Dinge aus Heißklebe und ich frage mich schon die ganze Zeit, wie machen die das? Also es ist Heißklebe. Wie machen die das? Boah, muss ich gleich googeln. Es ist Heißklebe. Und irgendwie hier der Grüne, der hat hier so einen Untergrund. Also entweder... Ah, das sieht aus wie mit Filzstift angemalt. Entweder malt man eine Plastikfolie mit Filzstift an und macht dann den Heißklebepunkt da drauf. Oder man malt es anschließend an. Die sind untenrum angemalt. Aber sieht nicht aus wie nachträglich angemalt. Also scheint tatsächlich so, dass man die Oberfläche, wo man den Klebepunkt drauf macht, anmalt. Aber dann ist noch die Frage, wie bekommt man die Tropfen so schön hin, dass es keine Fäden zieht. Ricky, 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 die werden nicht verwendet, weil die mir zu schade sind. Da muss ich erstmal wissen, wie ich mir welche nachmachen kann. Die sind richtig genial. Also hätte ich das vorher gewusst, ich hätte mir niemals Nuvo Drops gekauft. Niemals. Hammergeil. Ich liebe, liebe, liebe. Genau so war's. Krass. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier noch dies und das mit teilweise Handmade. Und auch wieder so ein fettes Ding. Also Ricky, du bist wirklich auf positive Art total verrückt. Ne? Oh nein, es ist gut, dass ich das zum Schluss aufgemacht habe. Ich habe nur gefühlt, dass es was aus Papier ist. Und es ist ein Goodie Bag. XO, XO, hello my love. Ach, du bist so süß, ey. Oh, und ich weiß auch, dass das bei dir von Herzen kommt und dass du es auch ehrlich meinst. Oh Mann, ist das süß. Selbst diese schwierigen Herzen machst du selbst. Ey, da habe ich gar keine Geduld für. Habe ich eine Stanzschablone für. Und selbst mit der macht das keinen Spaß. Ja, die Dinger, die sind doof, ne? Das sind wunderschöne Dinger. Aber hier auch die Zwischenräume, die kleben. Also das ist so eine Verarsche, diese Sticker hier, ne? Kenn ich. Oh, ist das schön. Oh, und hier noch beglitzert, die Wölkchen. Hier unten auch noch Glitzerstein. Hier Halbperlen. Ach Mann, ist das süß. Und hier Knöpfchen. Oh Mann, und ich habe dir gar nichts gebastelt, aber ich hatte echt keine Zeit. Ich musste einfach nur noch dringend weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Holonotizblock. Da, 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 da. Hammermäßig. Geil. Den werde ich auch benutzen. Weil das so ein lappriges Teil ist, weil es da nicht schade ist, wenn man ihn benutzt. Oh nein. Auch hier. Oh Gott, Mann, was du wieder ausgestanden, wie lange du daran gesessen hast. Das sind Blumen und zwar dreistöckig und auch mit diesem Heißklebe dort. Ich lasse die jetzt leider in der Tüte. Wir haben hier diese Machart mit diesen viereckigen Blümchen und dann hier diese normalen, zackigen Blümchen. Und hier sind noch die Einzelteile, damit ich selbst auch noch die Blumen zusammenbasteln kann. Oh mein Gott. Aber, nee, gar nicht wahr. Die sind alle fertig. Oh Gott, du bist doch so verrückt. Junge, 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 Junge.
Oh mein Gott! Du hast sie doch nicht mehr alle, oder? Oh, krass. Oh mein Gott. Ja. Frau Likes, wie lange haben wir denn da dran gesessen? Boah, ey, du baust ein Haus, du gehst arbeiten, du machst den Job deiner Mutter, du bastelst auch hin und wieder, denke ich mal, vielleicht was für dich oder für deine Freunde. Wie hast du dann noch Zeit, sowas hier alles zu machen? Ey, krass. Und ich bin mal noch nicht auf der Arbeit, aber bald wieder. Aber, ja okay, ich habe jetzt einen kaputten Bauch. Aber trotzdem, selbst ich, und ich habe aktuell, hätte Zeit, und ich kriege nichts auf die Reihe. Und du bist den ganzen Tag unterwegs und bist abends dann noch am Basteln. Ey, krass, ey. Die gab es letztes Jahr auch zur Weihnachtszeit. Die habe ich auch noch. Die sind toll. Geschenkanhänger. Die gibt's auch im Action. Letztes Jahr gab es die noch in Gold, in Rot und in Blau. Weil ich weiß das haargenau. Weil die stehen zufällig. Da sind sie. Da sind die. Ha. Seht ihr mal. Ich weiß, wo alles ist. Ich weiß, wo alles ist bei mir. Ja, die gab es letztes Jahr auch schon. Und anscheinend ja dieses Jahr dann auch. Und die sind voll cool. Da sind 20 Stück drin. Und zwar sind das Geschenkanhänger. In Silber, in Metallic, in Holo, nochmal in Metallic, also Spiegelkarton und nochmal in Glitzer. Und ja, die sind richtig, richtig cool. Ich habe aber noch keinen einzigen verwendet. Ja, ich wollte letztes Jahr da Weihnachtskarten rausmachen, aber es hat sich dann doch anders ergeben. Oh nein. Und hier auch nochmal gebastelt. Oh mein Gott, Embellishments. Die gab's mal im Action und das fand ich so dämlich, dass Action die verkauft hat. Also nicht dämlich, weil die Action die verkauft hat, sondern die waren schief zusammengeklebt und alles. Zwar auch nur 50 Cent, aber guckt mal, wie simpel. Aber dennoch, man braucht erstmal die Zeit und die Muse, das selbst in Angriff zu nehmen. Ne? Total genial. Ich liebe, liebe, liebe selbstgemachte Embellishments. Und wenn ich was basteln möchte und habe keine Ideen oder so, dann versuche ich meist auch sowas wenigstens hinzubekommen. Wobei mir aber, ich bin echt Bastellegastheniker. Mir gelingt echt nicht viel. Mir gelingt echt nicht viel. Ach, Ricarda. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für all die schönen Sachen. Eieieiei, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, melde dich gerne jederzeit. Pass auf dich auf. Viel Erfolg weiterhin beim Hausbau. Und ich hoffe, ihr seid bald fertig und könnt in euer schönes neues Zuhause einziehen. Und euch geht's gut. Und ich hoffe, auch euch allen anderen geht's gut. Ich muss mich jetzt definitiv wieder ins Bettchen legen, aber wir sehen uns bald auch schon wieder. Keine Panik, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin immer schön fruchtig bleiben und bis denne, tschüss.